Der Völkermord in Äthiopien erregt Aufmerksamkeit. Während sich die Welt auf die Ukraine konzentriert, findet in Äthiopien ein Völkermord statt. Seit die Regierung von Premierminister Abiy Ahmed vor 4 Jahren an die Macht kam, finden Massenmorde an ethnischen Amharen statt. Allein in den letzten Wochen wurden in Wollega, einer Region in Oromia, wo die Massaker erschreckend verabscheuungswürdig und häufig geworden sind, hunderte unschuldiger Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, getötet. Das Versäumnis der Regierung, ihre Bürger zu schützen, macht die tragische Situation noch schlimmer. Aufgrund der wiederkehrenden Drohungen und Angriffe auf Zivilisten ist die Zahl der Vertriebenen erschütternd. Tausende von vertriebenen Familien leiden weiterhin unter brutalen Umständen. Darüber hinaus wurden leider diejenigen, die die massiven Verbrechen begehen, nicht vor Gericht gestellt. Diese Katastrophen hätten verhindert werden können, wenn die äthiopische Regierung entschlossen gewesen wäre, diejenigen zu stoppen, die Gemeinden terrorisieren. Herr Abiy und Beamte auf föderaler und regionaler Ebene, einschließlich der Führung der Sicherheitskräfte, sollten für die Tausende von Menschenleben verantwortlich gemacht werden, die in den letzten 4 Jahren ums Leben kamen. Die Menschen in Äthiopien wollen eine Regierung, die Rechtsstaatlichkeit gewährleisten und grundlegende Menschenrechte schützen kann. Die Welt muss sich dieses Genozids in Äthiopien bewusst sein und ihn verurteilen. Die Opfer und ihre Familien verdienen Gerechtigkeit.